jedes Kind, was in die Schule kommt, das muss nicht vollgestopft werden sozusagen, sondern das, was besonders ist an dem Kind, das muss freigeklopft werden. Ja, also wie so ein Steinmetz, der an eine Statue rangeht, der wird auch erstmal quasi sich angucken, okay, ich habe hier einen großen Klotz und dann klopfe ich die Statue frei. Wenn wirklich Leute etwas machen, wo sie tiefgreifend davon überzeugt sind, dass das einen Wert hat und dass das wichtig ist, dass es gemacht wird, dann denkt man überhaupt nicht an die Stunden Arbeitszeit, dann wirft man ganz viel über Bord und sagt, ich habe einen Grund, warum das passieren muss. Ich kann Ihnen ja nur auch was beschreiben, was ich beschreiben kann. Wir haben einen Raum vorbereitet, wo es ums Thema Geld geht. Ein Netzwerk aus Schulen. Matthias und ich haben hier den Seelenraum eingerichtet. 28 aus Heidelberg als Lernpoet. Das Hören erlebbar machen. Dialog ist das.